Ja. Hier ist der Snopen. Willkommen zurück zu Burnout 2 Point of Impact zur Fortsetzung. Ihr spielt's, wo wir beim letzten Mal zwei weitere Questkreuzungen abgeschlossen haben. Die gingen eigentlich ganz gut im Vergleich zu denen davor. Haben wir die relativ schnell erledigt und könnten dann weitermachen in der nächsten Meisterschaft. Und zwar fahren wir diesmal auch wieder eine richtige. Und zwar machen wir jetzt den Winding Road Grand Prix. Ein Grand Prix, der aus vier Strecken besteht. Ja, Sunrise Valley Downtown, Interstate Loop, Airport Terminal 1 und 2 und Palm Bay Marina. Also wir haben ein bisschen was zu fahren diesmal zur Abwechslung. Und ich würde sagen, wir legen mal los. Und fahren diesen Grand Prix in welchem Auto überhaupt? Ich glaube im Muscle Car. Weil das war der letzte, wenn wir als regulär gefahren sind, als wir dann noch wählen konnten. Das heißt, wir müssen dann in der Muscle Car fahren und fahren das in welcher Farbe? Nein, Silber! In Silber fahren wir das Muscle Car und ich würde sagen, los geht's! Vier Strecken, die wir alle gewinnen wollen. Willkommen in Sunrise Valley Downtown. Die kennen wir noch gar nicht. Also wird Zeit für halt für Neues. Und ja, los geht's. Ab die Boss. Vier Runden. Naja, haben wir drei Runden Zeit, um uns klar zu kommen hier. Schauen wir mal. So. Was willst du denn? Aha, was hast du denn vor? Da hab ich Glück gehabt. Okay. Ja, lassen wir mal vorausfahren. Kann er ja lange in der Nähe bleiben. Ist das Rennen ja noch lang. Auch für ihn vor allem. So. Okay, schauen wir mal. So. Okay, kommen wir mal hier näher ran, das ist mal schlecht. Aufpassen. Ach, ich kann nicht mehr rum, ey. Ich kann mal nicht mehr rum, leider. So. Ja, natürlich hinter mir, ist klar. Okay, erste Runde haben wir abgeschlossen. Er hat einen Unfall gebaut, glaube ich. Ja, ich sehe ihn nicht mehr. Ich sehe ihn nicht, das ist gut für uns. Aber nur solange wir auch keinen Unfall bauen, ne? Das ist halt. Hab ich Glück gehabt. Da hab ich Glück gehabt, echt. Okay. 4,2 Sekunden. Das war ja knapp. So. Okay. Perfekte Runde. Ich muss ja auch wahnsinnig sein. Uiu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 i. Komm da vorne mal nach hinten guckt. Deswegen immer auf die Straße gucken im Straßenverkehr, ist immer wichtig. Er ist jetzt in mir reingefahren oder so. Wir waren die 5 Sekunden auch hier gleich wieder weg. Oder 4 Sekunden. Ja. Okay. Was macht der Vorsprung? 3,7. Ach, diese kann ich dann einfach so einem LKW vorbeifahren. Ja, super. Das ist ja nicht so gut. Oh, was war das denn? Da bin ich auf jeden Fall nur noch Dritter. Im ersten Rennen. Das ist ja nicht so gut. So. Okay, haben wir noch eine Runde Zeit, um wieder zu überholen. Wieso? Ach! Ich bin da reingerutscht!
Ich wollte eigentlich vorbei, aber ich bin da reingerutscht. Ey, konnte nicht mehr reagieren. Ich bin nur Zweiter. Warum? Weil der direkt neben mir ist. Das gefällt mir aber nicht, so. Und das wird wieder ein Rennen bis auf die Ziellinie. Na? Ah, der Vorsprung hat eben schon auch nicht gereicht. Die letzte Runde war der Vorsprung noch größer und ich habe es nicht geschafft, ihn über die Ziellinie zu bringen. Ja, da ist der Bruder jetzt weg, aber nicht so schlimm. Aber wir haben das gewonnen. Erster Platz, das zählt am Ende. Ja, haben es geschafft. Okay, neuer Rekord für mich. Ja, drittbeste Gesamtzeit nur, aber schnellste Runde. Die größten Crash. Und die Gesamtcrashes haben wir auch gesamt. Und Burnout 7. Okay. Ja, wir haben es geschafft. Erster Platz. Vier Crashes verursacht. Und den ersten Platz auch gesichert in der Turniertabelle. Das heißt, ja, der Schwarz ist jetzt momentan der größte Verfolger. Jetzt geht weiter mit Interstate Loop. Die kennen wir auch schon, die Strecke, aber mit meinem Auto gefahren seinerzeit. Das Muscle Car ist wieder ein bisschen anders. Willkommen in Interstate Loop. Ja, na, wollen wir mal. Ach. Okay. Los geht's. So, was soll das hier werden? Immer halt hinten einsortieren, was soll's. Haben wir einmal hinterher, ein paar Meter. Ist ja auch nicht schlimm. Ja. Gut, Dritter will ich aber auch nicht sein, damit mit hinterherfahren. Er blinkt, das ist ja aufmerksam. trotz allem Chaos, ne? Er blinkt da noch. wir sind an ihm vorbeigerutscht. Das ist cool. So. Bauen wir hier ein bisschen auf. Okay. Oh. Nein. Oh, wieder gerutscht, ey. Beziehungsweise nicht ganz die Kontrolle gehabt. Das war jetzt nichts. Da bin ich auch drauf geblieben. Auf der Taste. Aber ich habe die dann losgelassen, als sie ausgelöst wurde. So. Okay. Erste Runde abgeschlossen. Und ordentlich Vorsprung. 4,2 Sekunden. Das ist gut. So. Was macht der denn? Scheiß LKW-Fahrer. Ich hab nichts gegen LKW-Fahrer, aber wenn die so einen Mist bauen, dann habe ich schon was gegen die. So. Na, einer geht aber noch. Gut, die können dann über Gegenfahrbahn fahren, aber haben wir auch gar nicht den Not momentan. Na dann. Weil wir momentan eh Erster sind, deswegen müssen wir ja nicht irgendwie einen neuen Rekord aufbauen hier. Oh, da hab ich Glück gehabt. Manchmal haben wir ein bisschen Glück, ey. Das ist so. Gehört auch dazu. Ein bisschen Spielglück. Oh, zweite Runde auch perfekt, wa? Ja. So. Okay. Wie sieht der Vorsprung aus? Wir werden sie gleich erfahren. Na, 5 Sekunden, wir kommen nicht wirklich weg. Wir kommen nicht wirklich weg, aber wir, solange wir von vorne bleiben, ist das nicht so schlimm.
Also denn er auch also oder besser gesagt, er kommt auch nicht näher, ne? Das ist halt der entscheidende Hinweis in dieser Information, dass wir nicht wegkommen. Er kommt auch nicht näher. Oh. Meine Güte. Ja. Okay. Ein perfektes Rennen abgeliefert, ohne Crash. Gott, das lief ganz gut. Das lief ganz gut, würde ich sagen. Neuer Rekord. Ja, unsere vorherigen Zeiten sind unterboten jeweils. Den größten Sprung haben wir jetzt auch geschafft. Aber Crash gab es halt nicht zu holen für uns. Okay. Erster Platz, das gefällt mir. Oh, wie sieht's aus? Oh, wir haben den 3 Punkte Vorsprung. Jetzt. Vor, ja, das heißt, wir können vielleicht so mit dem nächsten Sieg können wir uns sowas in den Sieg perfekt machen. Mit dem Gini Rot müssen wir jetzt durchsetzen. Es geht weiter mit Airport Terminal 1 und 2. Na gut. Dann machen wir das. Also los geht's. Oh, es regnet. Willkommen im Airport Terminal 1 und 2. Wäre also eine Strecke, die auf Xbox 360 ruckeln würde. Wobei, nicht sehen, ob es wirklich ruckeln ist oder tatsächlich deutlich langsamer läuft das Spiel. Das kann natürlich auch sein. Also nicht ruckeln, sondern vielleicht mit 30 FPS vielleicht oder so, weiß ich nicht. Statt mit 60. Das kann natürlich sein, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh, ist das Handling anders im Regen, ist die Frage. Aber wir haben ja Quest die KI schon mal, das ist immer Informationen, die wir haben. Ach ja, verdammt. Da kam ich irgendwie nicht mehr weg. Gut. Ja, und noch ist er ja in Sichtweite, aber hier müssen wir wieder näher ran. Drei Sekunden hinter dem. Ach, wir fahren mal hier lang. Ist eine Abkürzung? Sieht fast so aus. So. Okay. Ah, was ist denn hier los? Jetzt kommen wir ja nochmal näher ran hier an ihm. Ah, was immer den Rückstand deutlich verkleinert. So kleiner, dass wir ihn nur überholen können, wenn er uns dann vorbeilässt. Hat er noch so eben gemacht. Gut. Okay, mal gucken, was da jetzt. 3 Runden übrigens. So. Ja, wie ihr seht, man muss nicht direkt da, wo das Checkpoint-Symbol ist, langfahren. Das ist einfach eine unsichtbare Linie im Grunde. Wobei die Zeit ist ja sowieso hier eher so ein Beiwerk. Wir haben in der Regel massig Zeit. Das ist auch einer der Gründe, warum es im Nachfolger das nicht mehr gab, übrigens. Ja. Im ersten Teil war es dann noch schwieriger, das zu schaffen, auch innerhalb der Zeit. Da hat man auch zusätzlichen Druck. Hier ist halt eher nicht mehr das Problem. Man hat mehr als genug Zeit. 1,5 Minuten. Zum nächsten Checkpoint zu kommen, das ist ja ganz schön weit, also ganz schön lange. Oh, das war knapp. So. Oh, du meine Güte. Puh. Okay. Was ist denn hier los? Mit Verkehr, Hilfe! So. Okay, fahren wir mal hier lang. Das war eine gute Runde.
Letzte Runde. Okay. Momentan sieht das ja eigentlich ganz angenehm aus. Unser Vorsprung. Bisher fahren wir auch relativ sauber hier durch. Also, wir fahren sauber durch. Relativ ist nicht mal nötig. Wir fahren sauber dann hier durch. Das war knapp. Vorsprung 5,1 Sekunden. Das ist massig Zeit. Aber kann natürlich schnell ändern mit einem Crash. Ist die Zeit sofort wieder weg. Das war knapp. So. Nein! Jetzt ist der Crash hier unten passiert. Na super, jetzt sind wir der Forschung wieder weg, ey. Na super, muss ich mich noch umzittern ins Ziel, ey. Na danke schön. Das war nicht so geplant. Ich wollte mich nicht ins Ziel zittern, ich wollte einfach ins Ziel fahren, problemlos. Aber nein, das ist wohl nicht mehr drin. Wir müssen uns jetzt hier den Weg erkämpfen, den Sieg. So. Aber sollte es ja trotzdem reichen? Ja, das reicht trotzdem. Okay, haben es trotzdem geschafft. Was gibt's hier? Neue Gesamtzeit. Und neue beste Runde. 20 Sekunden schneller als die KI. Ernsthaft? Schnell. Den weitesten Sprung haben wir geschafft. Den weitesten Drift. Und 10 Burnouts haben wir auch gesammelt. Also perfekt gefahren. Bis auf einen Crash eigentlich. Ne, zwei. Es waren zwei Crashes. Okay. Aber wir haben den Turniersieg auch schon sicher. 5 Punkte Vorsprung. Heißt fast. Wir haben da fast 2 Rennen Vorsprung, ey. Wahnsinn, aber. Ja, wir müssen trotzdem das letzte Rennen gewinnen, damit wir alle Goldmedaillen haben. Power Bay Marina, es geht weiter mit dem letzten Rennen schon. Immerhin ein bisschen fahren zur Abwechslung. Das ist, war ja bisher noch nicht so viel gegeben hier. Willkommen in Power Bay Marina. Eine schöne Startstrecke. Na dann. So, die Karten sind wieder bei 0 und ganze Siegel helfen nichts. Nur für die Trophäe eigentlich. Die haben wir schon sicher, aber. Die wollen natürlich alles. 3 Runden. Na dann. Ich war beim letzten Mal für ein. Fängt immer gut an. Beim letzten Stadtkurs habe ich ein bisschen Glück gehabt. Aber. Ich muss verrückt sein. Ey, ich muss verrückt sein in dem Spiel. So, der ist sicher, der Checkpoint. Was sagt der Vorsprung? 3,9 Sekunden. Das ist ein Crash, wenn man Glück hat. Warum ist immer Kreuzungen? Wer? Diese Rennleitung ist eine Katastrophe, ne? Wer plant solche Rennstrecken durch Überkreuzungen? Das ist so gefährlich. Ach, was mache ich denn? Hab den irgendwie jetzt nicht gesehen. Der war zu dunkel. Naja. Gehört wohl auch mal dazu. Wenn wir in Erster sind, ist das nicht so schlimm, aber... Ach, das war zu früh. Gebremst. Wieder 4 Sekunden. Oh, schon wieder? Kann man sehen, wie man will. Okay. Was? Naja, du hast doch gesehen, dass du angerast kommen mit 130 Meilen. Oh, wo will ich denn hin? Naja, solange ich keinen Unfall baue, ist das halb so wild. Ist die Frage egal. Oh, das war auch wieder eng. Oh. Ja. War ich bei dem einen Ausfall, fährt man dem anderen rein. Wir haben den verteidigt, den Platz. Aber das ist jetzt, ist ja vom Ziel, ne? Und wir sind nur Zweiter. Das ist nicht so gut. In 2 Runden muss er besser aussehen. Okay.
Na dann. Ach. Da wollte ich gerade, von dem Boost-Fan, von dem Boost-Knopf runter. Da hat er die aufgeladen. Naja. Was soll ich da machen? Wie wir hier ausweichen sollen? Ganz ehrlich. Das war vollkommen unmöglich. Ich hasse Stadtkurse. Also. Ach, was war das denn? Naja, das sieht zwar spektakulär aus, aber hilft mir momentan gar nichts. Der ist so weit weg jetzt. Ach man, was mache ich hier wieder? Okay, er hat auch einen Unfall gebaut. Das ist gut. Für mich. Kann man da, die haben rot, wie es aussieht. Die auch, okay. Oh. Das ist doch einfach irre. Das ist irre ist in dem Spiel hier. Ja, deswegen gibt es solche Spiele nicht mehr, weil es halt gefährlich stiftet Spiele halt an, so zu fahren. Und es gibt da halt so viele Verkehrstote und so. Hab ich gehört. Oh. Okay. Zweite Runde haben wir jetzt auch. Die mal auch ein bisschen besser abgeschlossen. So, wie soll mit dem Vorsprung? Ah. 5 Sekunden. Oh, meine Güte. Ich bin ein bisschen ruhiger, ihr hört es, aber man muss sich auf die Straße konzentrieren bei diesem Tempo hier. Und bei dem Verkehr. 4,9 Sekunden. Da ist da was, damit man was anfangen kann, aber... Ja. Das sieht spektakulär aus. Hat mir auch ein paar Sekunden noch nach vorne gebracht, glaube ich. Weil ich noch ein bisschen weit weiter geflogen bin. Ah, scheiß Trailer. Da kommen sie angefahren. Oh, der ist direkt hinter mir. Na super, ey. Man macht so echt blöder, ne? Da. Das hätte ja übel ausgehen können. Ach, die kriegen wir wieder zu früh gebremst. Von der Kurve. So, ich muss irgendwie nur sicher ins Ziel kommen, irgendwie, aber. Das sagt sich so einfach. Liebes Spiel hier. Der Boost ist mir egal. Solange ich ernsthaft bin, bräuchte ich den Boost nicht unbedingt, aber. Oh, er will gerade die Fahrzeuge wechseln. Mehr auf mit dem Scheiß. Jawohl, wir haben es geschafft! Erster Platz! Puh! Okay, wir haben die zweitschnellste Gesamtzeit, die zweitschnellste Rundenzeit gefahren und die größten Crash, verursacht mit 244.000. Ja. Wir haben es trotzdem geschafft! Ja, super! 6 Crashes verursacht! Und deutlich gewonnen mit 6 Punkten Vorsprung, meine ich. Also 2 ganze Rennen. Jawohl! Face of 2 freigeschaltet auf Airport Terminal 3 und The Miracle Mile. Okay! Ja! Haben das nächste Mal schon abgeschlossen. Mit 4 Rennen. War ziemlich lange diesmal. Ja! Ich hoffe, ihr hattet Spaß wieder an diesem Rennen. Denkt wie meine Kommentare und an die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.